please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available. Ja, Fußball ist nur ein Spiel, sagen einige. Aber davon merkt man hier heute gar nichts. Dies ist die zweifellos wichtigste Partie, wenn nicht sogar das herausragende sportliche Event der Woche. Was auch erklärt, warum hier im Stadion eine solche Festivalstimmung herrscht. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht für Spiele wie dieses. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Mbappé. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Scholes. Das ist Sterling. Abgefahren. Gut gemacht. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Davis. Ganz feine Technik. Messi. Sterling mit der Chance. Da haut er den einfach rein. So, und jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Er hat es einfach drauf. Wenn sich nur die kleinste Chance auftut, dann ist er verlässlich zur Stelle. So eine Einladung, die kannst du nicht ablehnen. Also das muss die Mannschaft doch eigentlich wissen, dass man ihn nicht so zum Zug kommen lassen kann. Er hat den Freiraum und er nutzt ihn genauso, wie man es eigentlich von ihm kennen müsste. Der AC Mailand gerät in dieser frühen Phase bereits in Rückstand. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Findet das er ihn? Ist eklig für die Verteidigung. So, er geht zum Kopfball. Perfekte Position, aber schwacher Kopfball. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. Christian Eriksen. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Offensichtlich haben sie die Anweisung, geduldig zu bleiben, trotz Rückstand. Ab auf die Außen. Und die Bahn ist frei. Stellungsspiel par excellence. Sucht den Abschluss. De Jong. Paul Scholes. Und Abschluss. Die Wucht war da, aber die Präzision hat gefehlt. De Jong hat den verrissen und man sieht an seinem Gesichtsausdruck, dass er sagen will, meine Güte, das kann ich doch viel besser. Davis. Maradona. Mbappé. Pirlo. Gutes Auge, guter Pass. Oh Mann, was war die große Chance! Das ist die Chance zum schnellen Konter. Da werden sich die Teamkollegen ärgern. Jordi Alba.
Das ist Sterling. Christian Eriksen. Gut vom Ball getrennt. Den Gegner. Samuel Eto'o haben wir hier. Der FC Barcelona hat hier großes Glück gehabt. Da müssen sie aufpassen. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance gibt es nicht mehr. Und er hat alles, aber wirklich alles richtig. Messi. Die Tür ist sperrangelweit offen. Jetzt ist Übersicht gefragt. De Jong. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Kompromisslos weggeschlagen. Postols. Und er zieht ab. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das eine oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Davis. Das ist Makelele. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Und da ist die Hereingabe. Und ab geht die Post. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Klasse durchgesteckt. Postles. Ja, ein Sterling. Hauptsache weg mit dem Ding. Der Torwart war eigentlich schon geschlagen, aber der Ball ist nicht drin. Klasse Aktion vom Verteidiger. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Mit der ersten Halbzeit kann man nicht zufrieden sein. Das Spiel nach vorne findet so gut wie nicht statt. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Trainer nun personelle Änderungen vornimmt. Thank you very much for your cooperation. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Milan muss natürlich sich vor Augen halten, wir haben noch Zeit, 45 Minuten. Wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert, andererseits aber auch druckvoll agieren. Ein schwacher Pass. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Wan-Bissaka. Mbappé hat die Chance. Diego Maradona. Er versucht. Und drin ist er. Der AC Mailand gleicht diese Partie aus. Genauso war das geplant. Mit diesem direkten Abschluss. Das beherrschen sie wie keine zweite Mannschaft. Milan ist eine Kontermannschaft. Das weiß inzwischen auch jeder. Aber wenn du die Welle auf dich zurollen siehst, dann ist es schon zu spät. Wie aus dem Lehrbuch. Wir sind auf Remis-Kurs. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, es ist ein Spiel mit Open End. Ja, er spielt ihn intelligent raus. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Das ist die Möglichkeit. Marquinhos wischt durch. Und der Konter läuft. De Jong. Ein guter Ball und sie sind mehr durch. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Ein hochinteressanter Ball. Rein in den 16er. Mbappé hat die Chance. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobern. Er schlägt ihn rein. Der
Der AC Mailand mit dem extrem hohen Pressing. Ja, das ist die bevorzugte Taktik im modernen Fußball. Du brauchst dafür ein fleißiges, ein diszipliniertes, ein spielintelligentes Team. Aber der Coach wird Ihnen das mit Sicherheit eingetrichtert haben. Anspruchsvoll ist diese Strategie auf jeden Fall, aber es zahlt sich halt auch sehr oft aus. Schon läuft der Gegenangriff. Also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Schnell ausgeführt. Hier ist Messi. Messi mit dem Dribbling durch die Mitte. Paul Scholes. Perfekt antizipiert. Pirlo. Christian Eriksen. Messi. Und Kopfball! Erstmal Entlastung. Erstmal. Das ist Mbappé. Tempo Gegenstoß. Mbappé. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Da ist die Möglichkeit für den AC Mailand. Sie sind wieder am Drücker. Das haben sie sich verdient. Aus dieser Entfernung vor dem Tor ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Diese Freiräume darf man so einem wie ihm einfach nicht geben. Man weiß doch, dass er finalisieren kann. Substitution for Barcelona. Number 8. Beide Teams wechseln. Jetzt sind sie vorne. Normalerweise gibt dir eine Führung Sicherheit und normalerweise verunsichert kein Rückstand den Gegner. Hier war es merkwürdigerweise genau andersrum. Christian Eriksen. Hier ist Neymar. Coming on the field. Und die Scholes. Das kann richtig teuer werden. Okay, der Ball ist nicht drin, aber das Signal, das von dieser Aktion ausgeht, ist deutlich. Wir wollen zurückschlagen. Number 14. Hakan Çalhanoğlu. Eto. Substitutions taking place. Mbappé. Samuel Eto. Da ist er vorbei. Er kann sich die Ecke aussuchen. Gut gesehen, guter Laufweg. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Und ab die wilde Fahrt. Das haben sie schon stark gemacht. In Unterzahl sich gerade so aus dieser gefährlichen Situation befreit. Ja, guter Einsatz. Der hätte auch einschlagen können. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Neymar. Okay, das sieht vielversprechend aus. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Das ist Mbappé. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Der AC Mailand muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Haaland wird bereits in der Torschützenliste geführt. Der Ball ist angekommen, er könnte abziehen. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Viele Mannschaften hätten nach diesem Spielverlauf schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Dieses Team hat wieder mal Charakter gezeigt und das Spiel noch gedreht. Eto. Der Spieler des Spiels, zu Recht nach dieser Leistung. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper.